So, liebe Leute, heute wird der Versuch, ein Daily so kurz wie möglich zu machen, denn es ist schon wieder viel zu spät. Ich habe gemütlich TechTV geguckt, den Cup natürlich. Schön geguckt, wie Winkel immer ein bisschen ins Halbfinale kommt. Da dann leider rausgeflogen ist jetzt. Aber it is what it is. Deswegen ist es jetzt spät und ich habe morgen früh um 8 Uhr einen Termin auf der Arbeit. Das heißt, ich muss jetzt zusehen, dass ich das hier schnell fertig kriege und dann halt schnell den ganzen Kram baue und hochlade und was weiß ich. Dementsprechend jetzt der Versuch von 2-Gate-Proxy-Dings. Proxy-Cannon-Rush. Nicht wahr? Wie baue ich die am besten? So und so. Ich versuche es jetzt einfach. Es ist gegen den Terraner, also es wird, glaube ich, schwierig. Na, da muss ich nochmal überlegen, wie ich da genau reinkomme. Aber jetzt vielleicht sollte ich spätestens den Dings bauen, damit ich hier einigermaßen fertig bin. Hier den Pylon bauen wäre auch sehr gut. Ja, komm. So, dann wird es, glaube ich, langsam Zeit dafür, ne? Frage ist, komme ich irgendwie hier hinten rum und kann da irgendwas angreifen? Ich weiß es nicht, Leute. Okay, das ist vielleicht nicht so gut. Schon ein bisschen frech, ne? Na gut, dann müssen wir jetzt StarCraft spielen. Das ist eigentlich schon wieder sehr schlecht. Eigentlich muss ich jetzt sagen, das ist Feierabend, weil es dauert zu lange, das zu tun. Ich meine, es hat ihn nicht wirklich viele Worker gekostet, muss ich zugeben. Eigentlich muss ich das Spiel jetzt hier an der Stelle aufgeben. Aber machen wir natürlich nicht, ne? Wir spielen jetzt hier noch eben ganz schnell. Aber sobald er das hier unten sieht und ich denn keine Gateways zu Hause habe, bin ich halt einfach auch richtig doll verloren. Sagen wir es, wie es ist. Wenn er sich runtertraut, habe ich verloren. Dann kann ich auch GG schreiben sofort.
So, ich baue jetzt Charge. Das ist der Versuch zu saven, was zu saven ist. Danach kommt das. Jetzt sieht er wahrscheinlich auch irgendwie... Vielleicht bauen wir hier einfach noch ein paar Zealots, ne? Die bauen wir und schicken die nach Hause. Vielleicht kommen sie weg. Das ist ja dann auch schon mal nice. Und jeder Zealot, der da ist, gibt mir dann noch wenigstens einen minimalen... Okay, oder auch nicht. Okay, das kauft mir Zeit, Leute. Das kauft mir Zeit. Da ist der Liberator. Oh no. Liberator killt mich. Wieso genau greifst du nicht den Worker an? Okay, er hat es alles surrounded. Das macht jetzt hier weiter. Okay, okay, okay. Okay, ich habe keine Pylons, merke ich gerade. Das ist natürlich ein Träumchen. Dann soll ich das abbrechen, damit die Gates aufgehen. Eieieiei. Okay, die beiden Gates sind unpowered. Okay, die anderen beiden Gates sind tatsächlich empowered. Ich versuche trotzdem Sachen damit reinzuwarpen, ne? Das muss ja auch sein. Die Frage ist, hat er hier jetzt noch was stehen? Hat er den einfach weggenommen? Okay, er kommt hier hinten rum. Das heißt, ich kann wieder den nehmen. Eieiei, das Spiel wird halt viel zu lang, ne? Aber was soll ich tun? Ich bin gefangen im Körper eines Menschen, der gezwungen ist, dieses Spiel zu spielen, um nicht den Win einfach wegzugeben. So. Ich glaube, ich möchte das und das. Dann vielleicht das und das und das. Und dann muss ich jetzt gleich einfach rüber, Hallucination oder Observer oder sowas. Und dann muss ich ganz, ganz schnell versuchen, das Spiel zu beenden. Guck mal auf die Uhr. Ist zu spät. Ich muss ganz schnell gewinnen. Ich könnte jetzt Final Countdown einspielen eigentlich. Wäre eine Möglichkeit. Ich sollte vielleicht Arkans bauen. Ich habe die Möglichkeit, Tempest Archive zu bauen, habe ich, aber ich habe kein Mineralien, um das zu tun. Schneller. Schneller. Okay, so. Baut schneller ab. So muss das sein. So, Observer kann ich mir auch leisten. Rüber mit dir. Hallucination gönne ich mir jetzt erstmal nicht. Denn ich möchte natürlich auch die Energie haben für Schilde gleich. Blink ist durch, Charge ist durch. Das Observer fliegt schon mal rüber. Es dauert so lange, Sachen reinzuwarten. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie viel hat er an Mining Time verloren? Ich habe ja eben mit den zwei Zealots, die drin waren, nochmal ungefähr 30 Sekunden oder so komplett Mining Time von seiner ganzen Base da geklaut. Das ist natürlich schon auch viel, was da bei rumkommt, ne? Muss man ja auch sagen. Da ist die dritte Base. Da ist das. Kann ich einen Blink in die Main Base wagen? Da baut er mehr von dem Zeug. Ja, okay. Okay, aber ich glaube,
Als ob. Wer hat das denn gesehen? Na gut. Wo ist der nächste Observer? Ich habe ihn doch direkt rüber geschickt, oder? Auf den Waypoint? Wait. Wo ist der Observer? Ah, da. Nächster Observer kommt auch. Wir gehen mal da vorne hin. Okay, das war nichts, ne? Das war nichts. Na gut. Dann wird das halt ein langes Spiel. Okay, er geht tatsächlich rüber. Das ist vielleicht sogar meine beste Chance, wenn er jetzt rüber rennt. Okay, nicht wenn er Medivex hat, ne? Vor allem nicht, wenn er Stim hat. GG! Okay, das hat leider nicht geklappt. Das Spiel ist sogar länger geworden, als ich dachte. Ich habe ein bisschen rein sacrificed, muss ich sagen, mit dem Blinkstalker. Das hätte ich mir auch sparen können. Dann hätte ich wahrscheinlich deutlich bessere Chancen gehabt, wenn ich einfach weggehe und vielleicht einen Koloss oder Storm baue oder so. Aber hey, manchmal gewinnt man, manchmal nicht. Heute war nicht der Fall. Also wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Abend und haut rein.